Maultrommeln als Taucher. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich bin jetzt im Gespräch mit Herrn Otto und mit Herrn Vogt. Beide sind Inhaber, kann man so sagen, des Geschäftes Danmoi. Und wie kommt man auf die Idee, Maultrommeln in- oder aus Taucher zu vertreiben? Wir haben vor circa 10, 12 Jahren angefangen, uns mit dem Thema Maultrommeln zu beschäftigen, unabhängig voneinander. Und im Jahr 2001 haben wir uns in einer Band getroffen und diese gemeinsame Vorliebe entdeckt. Und daraus ist eine sehr große Passion entstanden. Tja, der geschäftliche Teil hat sich so ergeben auf Reisen. Die vietnamesische Maultrommel ist mir begegnet. Das ist eine sehr spezielle Maultrommel, die man nur an den Lippen spielt, im Gegensatz zu den normalen Modellen. Und als ich die dann in Europa nicht gefunden habe, habe ich angefangen, die zu importieren. Und dann ist kurz darauf die Firma entstanden und so hat es alles angefangen. Ja, nun, wenn man den Begriff Maultrommel hört und so einen noch nie gesehen hat, verbindet sich immer der Gedanke, Maultrommeln, also eine Trommel selber, ist so was Voluminöses. Dem ist ja gar nicht so. Ja, die Maultrommel an sich ist ein sehr kleines Instrument, besteht aus einem Bügel und einer Zunge und hat im Grunde nur einen Ton. Das ist der Grundton. Mit dem Rachen- und Mundbereich kann man allerdings, wie das heutzutage auch mit elektronischen Synthesizern gemacht wird, die Obertöne herausfiltern. Und daraus entsteht dann das entsprechende Spektrum, was das Instrument bietet. Und wie kommt man auf den Begriff Trommel in diesem Falle? Ich nehme an, weil es ein sehr perkussives Instrument ist, was man wirklich mit der Hand anschlägt, wie man eine Trommel anschlägt. Und es ist quasi eine Mundtrommel. Sie haben das Instrument in seinem Ursprungsland entdeckt, in Vietnam. Gibt es nur diese eine Form oder Bauarten oder gibt es da noch viel mehr? Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Bauarten. Die jetzt gerade im Bild war, ist aus Deutschland. Die einzigste deutsche Maultrommel von dem einzigen deutschen Hersteller. Die vietnamesische sieht ein bisschen anders aus, die können wir nachher gerne nochmal zeigen. Und Maultrommeln gibt es prinzipiell in ganz Europa und ganz Asien, fast in jedem Land. Spielt man das Instrument alleine? Ich meine, alleine für sich, oder gibt es auch in Kombination mit, ich sage mal, mit Kontrabass oder jetzt mal so aus meiner Sicht? Das ist auch sehr unterschiedlich. Also gerade in Europa, im Alpenraum, ist es sehr verbreitet, dass es in einer Band gespielt wird, richtig zur Begleitung. War früher auch hier bei uns der Fall. In der alten Volksmusik war die Maultrommel meistens dabei. Allerdings gibt es auch viele Gegenden, dann schon eher in Asien, wo es auch viel solistisch gespielt wird, um eben seiner Liebsten ein Ständchen zu machen oder schamanistische Reisen zu machen, dann ist es schon eher ein Soloinstrument. Aber auch da gibt es wirklich Ensembles, Maultrommel-Ensembles. In Bali zum Beispiel gibt es die Maultrommelgruppen, haben dann schon 20 Leute oder so, die dann gemeinsam Maultrommel spielen. Wie muss man sich das vorstellen, Vertrieb von Maultrommeln? Das ist heutzutage dank Internet eine relativ leichte Sache. Ich denke mal, die Kunden finden uns. Also wir haben eine Internetseite aufgebaut, die sehr umfangreich ist, die ganze Kollektion darstellt. Und über diese Internetseite kann sich jeder Kunde das Instrument anhören, bekommt ein paar Hintergrundinformationen dazu und kann alleine schon über das Bild ein wenig seine Auswahl treffen. Auf Ihrer Internetseite steht ja sinngemäß, dass Sie Weltmarktführer sind im Vertrieb dieser Maultrommeln. Kann man damit Zahlen irgendwie mal was belegen? Ja, natürlich. Es gibt ungefähr 450 verschiedene Maultrommelsorten käuflich zu erwerben bei uns. Das ist also mit einem riesengroßen Abstand die größte verkäufliche Sammlung an Maultrommeln.
zusätzlich eine riesengroße Mautrommel-CD-Sammlung, also alles, was irgendwie veröffentlicht wurde, jede Musik, wo die Mautrommel eine tragende Rolle spielt, gibt es bei uns auch zu erwerben. Und Literatur, Zubehör, genau, wir haben einen Kundenstamm von 4000 Kunden ungefähr, die Mautrommel-Spezialisten sind, zu einem Großteil auch, und dann eben ganz gezielt nach speziellen Mautrommeln suchen und dann automatisch bei uns auf der Seite landen. Zusätzlich vertreiben wir viele Mautrommeln auch im Großhandel, das heißt, haben auch einige hundert Musikgeschäfte, die wir dann beliefern und die dann natürlich ein kleineres Sortiment an Mautrommeln vertreiben. Können wir über Preise reden? Was kostet so ein Gerät? Das geht bei 3,50 Euro los für die einfachste Maultrommel, und für sehr spezielle Maultrommeln bzw. Einzelstücke ist der Maximalpreis, liegt bei ungefähr knapp 1000 Euro. Herstellung, wer stellt die her? Zumeist sind das relativ kleine Hersteller, die aus einer Familientradition heraus die Instrumente herstellen. Es gibt, das kann man hier schon mal sagen, in Taucha ein Festival, ich glaube das erste Maultrommel-Festival. Ja, es gibt ein Maultrommel- und Weltmusik-Festival, was wir jetzt schon 2 Jahre ausgerichtet haben und was dieses Jahr nach Taucha zieht. Das findet im August statt, vom 20. bis zum 22. August. Und da wird es sehr interessante Bands geben aus der ganzen Welt, auch wieder aus 10 verschiedenen Ländern oder so, wo ungefähr die Hälfte davon wirklich Maultrommel im Einsatz hat. Und die andere Hälfte macht verschiedenste Weltmusik aus allen Bereichen. Vor allen Dingen tanzbar, es gibt 2 große Bühnen, einen schönen Musikinstrumentemarkt, wird bestimmt ein sehr schönes Fest. Wollen Sie unter sich bleiben oder ist auch die Bevölkerung geladen? Selbstverständlich ist Taucha eingeladen. Wir haben das Festival so gestaltet, dass wir also ein Festivalzentrum im Schloss Taucha haben werden, was 2 Bühnen beherbergt, und wir werden auch an den Schöppenteichen, also in Taucha im Stadtpark, den internationalen Instrumentemarkt installieren, und dort wird es auch eine kleine Bühne geben, wo man einfach ein paar Sahnehäppchen lauschen kann. Ich spiele jetzt auf einer japanischen Maultrommel, die heißt Kokin, das El Condor Pasa der Maultrommelmusik.